Servus, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Gamesum Check Hardware. Heute präsentiere ich euch das PowerZone Netzteil mit 850 Watt Gesamtleistung. Das kommt aus dem Hause Be Quiet. Und ja, aufmerksame Leser werden wahrscheinlich wissen, das PowerZone Netzteil oder beziehungsweise die PowerZone Netzteil Serie, die ist jetzt nicht brandneu. Die gibt es schon seit ein paar Jährchen im Handel erhältlich, schlägt sich aber nach wie vor sehr wacker, weil das wirklich ein Netzteil ist mit einem verdammt guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Also wir haben wirklich eine ordentliche Technik, einen leisen Lüfter und das Ganze zu einem, wie ich finde, sehr fairen Preis. Deswegen nach wie vor eine sehr beliebte Netzteilserie. Und warum mache ich heute ein Testvideo? Ganz einfach, weil Be Quiet hat auf das Feedback der User, der Konsumenten reagiert und hat den Netzteil neue Kabel spendiert. Genauer gesagt geht es darum, dass die Kabel ab sofort alle komplett schwarz sind. Ja, das war beim alten Modell oder bei den alten Modellen nicht der Fall. Die hatten tatsächlich noch zum Teil farbige Anschlüsse und das hat viele Leute natürlich gestört. Logischerweise, gerade wenn man sich ein schönes System zusammenstellt und dann hat man vielleicht noch ein Seitenfenster, dann macht das halt keinen wirklich tollen Eindruck, weil man eben diese bunten Anschlüsse beim Netzteil hat. Deswegen Be Quiet ganz richtig gemacht. Alles jetzt gibt es eben in schwarz. Das betrifft eben, wie gesagt, die neuen PowerZone Modelle. Da solltet ihr sicherheitshalber auch nachfragen, wenn ihr euch das Teil bestellt oder beim Händler, ob es auch wirklich das neue PowerZone Modell ist, eben mit diesen neuen schwarzen Kabelsträngen. So, nachdem das aber jetzt ein sehr kurzes Video wäre, wenn ich jetzt nur über diese Kabelstränge spreche, werde ich auch noch mal ein bisschen was zum PowerZone Netzteil selber euch erzählen. Ich werde jetzt keine Messwerte oder sonstige Geschichten euch zeigen, sondern da könnt ihr dann in der Videobeschreibung, da findet ihr einen Link zum schriftlichen Testbericht und dort gibt es eben die ganzen Benchmarks zu Restwelligkeit, zu Lautstärke, zur Wärmeentwicklung. Da könnt ihr euch das alles in Ruhe nochmal durchlesen. Jetzt beschränke ich mich so quasi ein bisschen auf die Features von dem PowerZone Netzteil. Ich würde mal anfangen beim äußeren Erscheinungsbild, bei der Verarbeitungsqualität und man sieht schon, das PowerZone sieht ein bisschen anders aus als die Be Quiet Netzteile, die man sonst kennt. Ja, das ist auch überhaupt jetzt nicht negativ, aber man merkt halt, es ist halt ein anderes Design. Ist natürlich auch Geschmackssache, die einen finden es cool, die anderen vielleicht jetzt nicht ganz so toll. Ich finde es toll, mir gefällt es und ich verstehe auch, dass sich sehr viele User eben für das PowerZone Netzteil entschieden haben. Was mir ebenfalls wahnsinnig gut gefällt ist, das sieht man hier, das PowerZone ist ein vollmodulares Netzteil. Das heißt, sämtliche Kabelstränge sind abnehmbar, also die Kabelstränge, die ihr nicht benötigt, die könnt ihr einfach abstecken. Ihr habt auch sehr, sehr viele Anschlussmöglichkeiten. Also unter anderem sieht man schon, ich habe hier mehrere PCXP Stecker, also insgesamt vier Stück sind es, also ich kann zwei Grafikkarten problemlos im System verbauen. Dafür hat das Netzteil nicht nur ausreichend Anschlussmöglichkeiten, sondern auch genug Power. Natürlich jetzt bezogen auf das 850 Watt Modell. Dann habe ich natürlich noch zahlreiche Anschlussmöglichkeiten für Festplatten, ja, SATA-Anschlüsse, IDE. Es gibt auch separate Fan-Anschlüsse. Ja, also insgesamt drei sind das. Was mir auch sehr gut gefällt, also dass man Lüfter direkt hier am Netzteil anschließen kann. Also alles im Allen wirklich eine gute Ausstattung. Von der Verarbeitung her gibt es überhaupt nichts zu meckern. Das Ding ist wirklich super verarbeitet und auch wenn man sich den Innenraum anschaut, und da kommen wir jetzt auch gleich ein bisschen zur Technik, auch hier hat Be Quiet wirklich ganze Arbeit geleistet. Man muss bedenken, das PowerZone hat schon ein paar Jahre am Buckel, hat aber trotzdem wirklich eine extrem moderne Technik verbaut. Ja, also wir haben unter anderem DC-DC Spannungswandlung, ja, die wie immer für eine bessere Spannungsregulation sorgt. Also es ist wirklich das quasi derzeit Nonplusultra. Bei dem Kondensatoren hat der Hersteller auch darauf Wert gelegt, dass hier hochwertige Kondensatoren aus Japan verwendet werden mit Spezifikationen von 105 Grad Celsius. Das heißt, die Dinger sind wirklich für eine lange Langlebigkeit ausgelegt, sind auch wertige Kondensatoren, also nicht so Billigsdorfer 105 Grad Celsius Dinger, sondern wirklich ordentliche Kondis, so wie man das halt möchte. Die PVC bzw. PWM-Regelung, da kommt ein beliebter Chip-Modul von Champion zum Einsatz. Auch da sieht man wieder, ja, Be Quiet legt halt, obwohl es ein eher günstigeres Netzteil ist, trotzdem viel Wert auf gute, hochwertige Bauteile. Und jetzt kommen wir auch zu einem sehr coolen Feature, das die PowerZone-Netzteile haben. Das ist nämlich das Cool-Off-Feature. Folgendes Szenario.
ihr habt jetzt ein paar Stunden mit dem Rechner gezockt, das Netzteil ist ordentlich warm, vor allem im Sommer wird das, dann kann das schon ordentlich heiß werden. Ihr dreht den PC ab, im Normalfall, was passiert, auch der Lüfter vom Netzteil schaltet aus und die Hitze bleibt im Netzteil drinnen. Ja, das kann ja logischerweise nirgendwo raus. Ja, mit der Zeit geht natürlich die Wärme trotzdem quasi aus dem System, aus den Bauteilen raus, aber das dauert und das ist nicht gerade optimal. Deswegen hat eben BeQuiet dem PowerZone die sogenannte Cool-Off-Funktion spendiert. Das läuft im Prinzip so ab, wenn das Netzteil richtig schön warm gelaufen ist oder heiß sogar gelaufen ist, dann, wenn ihr dann den Rechner ausschaltet, dann läuft der Lüfter vom Netzteil noch ein paar Minuten nach, tut also quasi die warme Luft aus dem Netzteil rauspusten, so dass eben die Bauteile auch länger leben. Finde ich, ist ein sehr praktisches Feature, würde ich mir ehrlich gesagt bei viel mehr Produkten wünschen, also jetzt nicht nur bei Netzteilen, sondern auch bei Grafikkarten, manche haben so ein Feature sogar, aber auch beim Prozessorkühler würde ich so ein Feature sehr, sehr gerne sehen, ja, also wäre richtig praktisch. Mal schauen, vielleicht kommen ja diese Feature dann mit der Zeit auch noch dazu. Ich habe auch gehört, dass es bei einigen Produkten gibt sogar schon so ähnliche Funktionalitäten, aber wie dem auch sei, also für ein quasi mittelpreisiges Netzteil ist das ein sehr cooles Feature, dass das mit an Bord ist, ganz, ganz wichtig. Eine weitere Sache, die mir sehr gut gefällt beim PowerZone, das sind die Schutzschaltungen. Es sind wirklich sämtliche Schutzschaltungen beim Netzteil vorhanden, auch eine ganz wichtige, nämlich die OTB, die Übertemperaturschutz. Das ist nämlich gerade so eine Schutzschaltung, die leider oft auch bei höherpreisigeren Netzteilen nicht dabei ist. Und das finde ich ist immer ganz fatal, ja, weil ich bin der Meinung, so ist, wenn, müssen wirklich sämtliche Schutzschaltungen dabei sein. Und hier beim PowerZone sind wirklich alle dabei. Also auch Überspannungsschutz, ja, Kurzschlussschutz ist alles mit dabei. Und eben, wie gesagt, auch Übertemperaturschutz. Also ganz, ganz wichtige Geschichte. Thema Wirkungsgrad, auch hier sind wir recht ordentlich dabei. Also da schaffen wir, ich habe letztens mal nachgeguckt, also so 80 plus Silber Zertifikat ist im Prinzip kein Problem, also dass diese Werte erreicht werden. Wie gesagt, die genauen Messwerte zum Wirkungsgrad könnt ihr nochmal bei uns auf der Seite nachlesen, aber Fakt ist, das Ding hat auch einen wirklich ordentlichen Wirkungsgrad. Ist jetzt natürlich kein 80 plus Platinum Netzteil oder Titanium, stört aber auch nicht. Muss man jetzt auch ganz ehrlich sein, für die Preisliga ist das absolut okay. Ein weiteres Ding, was natürlich immer wichtig ist, das ist die Lautstärke. Und auch hier finde ich es toll, ihr kennt und ihr wisst, BeQuiet steht halt natürlich für leise Produkte und deswegen hat man auch hier im Netzteil einen 135 mm Silent Wings Lüfter verbaut, der entsprechend leise arbeitet. Also selbst wenn das Netzteil richtig schön ausgelastet ist, was wir natürlich immer testen, ja, also wir bringen das Netzteil wirklich ans absolute Limit. Und auch in diesem Szenario, wenn dann der Lüfter entsprechende höhere Umdrehungszahl hat, auch hier ist das Netzteil angenehm leise. Es ist jetzt nicht das allerleiseste Netzteil am Markt, aber noch einmal, für diese Preisklasse ist es wirklich super angenehm leise. Also gibt es überhaupt nichts zu meckern. Jeder Prozessor, Kühler, Lüfter bzw. Grafikkartenlüfter wird wahrscheinlich definitiv lauter sein als hier als der Lüfter vom PowerZone Netzteil. Ja, ihr seht, ich habe wirklich sehr, sehr viel Lob für das PowerZone Netzteil. Liegt einfach daran, dass wir schon ein paar Modelle getestet haben mit unterschiedlichen Wattstufen. Ja, das 1000 Watt Modell hatten wir auch schon im Test. Ja, aber auch hier glaube ich das Modell mit 650 Watt und die Dinger laufen nach wie vor. Also die sind jetzt schon seit gut 2-3 Jahren bei uns in Testsystemen verbaut. Die laufen noch immer, machen überhaupt keine Probleme. Also das sieht man, das sind echt gute Netzteile. BeQuiet selber gibt eine Garantiezeit von 5 Jahren auf die Netzteile. Das heißt, innerhalb dieser Zeit, wenn irgendwas ist, einfach zu BeQuiet einschicken und dann wird man auch ziemlich sicher ein neues Teil bekommen. So, jetzt kommen wir natürlich noch zu den abschließenden Geschichten. Preis, Verfügbarkeit und ein kurzes Fazit. Wie gesagt, ich halte mich etwas kürzer, weil wir haben das PowerZone ja schon ein paar Mal getestet. Das 850 Watt Modell, das wir hier gerade am Tisch liegen haben, kostet jetzt knapp 135 Euro im Handel. Eben wie gesagt, jetzt eben mit den schwarzen Kabelsträngen. Das ist aus meiner Sicht ein wirklich fairer Preis für ein 850 Watt Netzteil, das erstens super verarbeitet ist, sehr viele Anschlussmöglichkeiten hat, plus eben auch
komplett voll modular ist. Ja, also alle Kabelstränge sind abnehmbar. Wir haben hier übrigens auch ein Single-Rail-Design, was natürlich für Overclocker immer sehr interessant ist, ja, weil man hier immer auf der 12-Volt-Schiene eine einzige Rail hat, die ordentlich Ampere liefert. Ja, wie gesagt, für Overclocker auch so eine extrem coole Geschichte. Dann haben wir einen sehr leisen Lüfter, dann haben wir diese Lüfter-Nachschaltgeschichte, eben die Cool-Off-Feature, wie es Be Quiet nennt. Also es ist echt alles mit dabei. Top-Verarbeitung, viele Kabel. Jetzt gibt es auch nicht mehr den Kritikpunkt mit den farbigen Anschlüssen oder Kabelsträngen, sondern jetzt ist alles hier schön schwarz, so wie sich das gehört. Ja, dann, was haben wir eigentlich sonst noch? Ja, im Prinzip eine sehr moderne Technik. Wir haben gute Kondensatoren, sprich hochwertige Bauteile sind auch verbaut im Netzteil selber. Also, Punkt, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen, ist wirklich ein tolles Netzteil, vor allem interessant für Leute, die jetzt nicht so extrem viel Kohle haben, aber trotzdem ein gutes Netzteil haben wollen. Also ich würde echt fast behaupten, so im Mittelpreissegment gibt es eigentlich kaum viel bessere Netzteile. Deswegen von uns nach wie vor eine klare Empfehlung. Und das, obwohl das PowerZone echt schon, wie gesagt, ein paar Jährchen am Buckel hat und schon länger am Markt draußen ist, überzeugt es nach wie vor. Nicht umsonst hat eben Be Quiet jetzt nochmal das Ding rausgebracht, quasi mit den neuen schwarzen Kabelsträngen. So, das war es aber jetzt wirklich zum PowerZone. Wie gesagt, schriftlichen Testbericht mit allen Messwerten gibt es dann bei uns auf der Seite auf gamesum.net. Link in der Beschreibung dann drinnen, beziehungsweise werde ich vielleicht nachreichen. Wir müssen gucken, wie schnell wir dann noch den schriftlichen Testbericht schreiben, tippen. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen, Anregungen, Kritiken habt, rein in die Kommentare damit. Ich freue mich natürlich über einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat, und gerne dürft ihr auch unseren YouTube-Channel abonnieren. Das war's von mir, das war's von Be Quiet PowerZone 850 Watt Netzteil. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.